darf ich nicht trinken. Das ist ungesund. So, jetzt hier kommt. Los, 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 los. Das sieht aus wie ein Stripclub. Hier fühlt man sich da direkt wohl. Hier haben wir noch Wodka. Haben wir hier einen Safe? Nee, aber Schrot. Schrot, da können wir gleich nochmal gucken. Ach, so viel Schrot ist es auch nicht. Meine Güte. Die Wahrsagerin will ich lieber gar nicht erst befragen, was mir droht. Und ansonsten müsst ihr hier doch... Aha! Dollarscheine! Dann können wir mir mal ein heißes Tänzchen. Genbank, ja. Ich brauche aber nicht nur eine Genbank. Ich brauche dieses andere Ding. Also... You invent das, guck mal gleich nochmal, was wir machen können. Ich dachte schon, du hättest die arme Jasmine vergessen. Da bin ich aber froh, dass das nicht der Fall ist. Entschuldigen Sie, Mr. Ryan. Ich wusste nicht, dass Fontaine etwas damit zu tun hatte. Was machen Sie da? Nein! Nein, bitte! Ich hab sie doch geliebt! Nein! Ja. Oh! Mörder war er auch und das war da irgendwie ein Foto von unseren Eltern. Und hier liegt dann die Leiche. Bester Gin. Geld, 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 Geld und Thema kurz zum Abhören. Mal sehen, was die sagt. Der unglückliche Dr. Tenenbaum hat mir versprochen, es würde gar keine richtige Schwangerschaft. Sie würden mir einfach das Ei entnehmen, sobald Mr. Ryan und ich... Ich habe das Geld so dringend gebraucht. Aber ich weiß, Mr. Ryan wird es durchschauen. Er wird rauskriegen, dass ich nicht aufgepasst habe. Dass ich es verkauft habe. Mr. Ryan wird schrecklich wütend auf mich sein. Okay, also die war schwanger und hat den sein Kind quasi, Also ich habe zwar das Spiel noch nie gespielt, aber mir schwant irgendwie, Seltsames. Weil ich meine, oh, jetzt haben wir aus Versehen was getrunken. Es hieß doch vorher im Spiel, dass wir diese komischen Kapseln, die sollen nur Ryan benutzen können und dass da irgendwie ein Problem gab, von wegen, dass, dass auch Verwandte irgendwie... Wenn man hier eigentlich mal besieht, versuch doch mal. Das vielleicht unternehme ich einfach was. Du verstehst? Für wen hält er sich eigentlich? Dann hau halt ab. Arschgeige. Wisst ihr was? Malerei, Musik, Poesie. Es ist alles nur fauler Zauber. Cohn hat Ryan um den kleinen Finger gewickelt. Und womit? Dadurch, dass er ihm sagt, was er hört. Steh auf, Rapture! Hebe dich! So ein Blödsinn! Der Quatsch mit dem Schnee von gestern, bevor Korn damit angefangen hat! Ich will von der ganzen Kacke nichts mehr hören! Mich interessiert nur, dass der alte Sack mich hier behält! Ich höre eine Kamera, aber wo ist sie denn? Offensichtlich nie nah genug. Oh, IAT. Die guten Menschen von Rapture sind nicht hier, um uns Regierungsknechten dabei zuzusehen, wie wir Geschäfte schließen und ihre Besitzer aufbringen. Nicht mal solche üblen Schurken wie Fontaine. Aber er hat es sich selbst eingebrockt. Anstatt es mit Fassung zu tragen, will der Wahnsinnige ihm Kugelhagel untergehen. Für wen hält er sich? Für John Wayne oder was? Wir können es noch in den Griff bekommen. Wir können es schaffen. Wir machen Folgendes. Wir suchen von Fontaines Testament und sorgen dafür, dass sein Besitz denen zugute kommt, für die er bestimmt war. Er darf nicht in den Taschen derer landen, die ihn kalt gemacht haben, nämlich in unseren. Das funktioniert so nicht. Ja, ein Kurzschluss. Auf ein neues. Ich habe den Code nämlich nirgendwo gefunden. Ah. Das ist aber,
fast schon leicht her. So und so und hoch und nochmal einen nach rechts. So. Ach, da ist die Kamera. Und weg ist die Kamera. So, Zigarren, Zigarren, Zigarren. Na? So, das ganze Geld heben wir mal auf. Das war nur sein Zigarrenlager, mehr nie. So Mist. Naja, um den Gedanken vorhin zu Ende zu bringen. Ja. Ryan hatte Kind und Kind verkauft und naja. Den Schrot kann man aufheben. Und wir können diese Kapseln benutzen, obwohl das wohl eigentlich nur irgendwie Verwandte von denen benutzen können. Hoffentlich wird das hier nie so eine Luke Skywalker-Geschichte hier mit ich bin dein Vater oder sowas. Das ist zumindest die Vermutung, die ich gerade jetzt so ein bisschen habe. Moin. Okay, weiter. Ach, bevor ich vergesse, du wirst hier keine mehr finden, weil... Ich hab's ja alle. Da kannst du dagegen kloppen, wie du willst. Rohrpost. Antipersonen. Munitione. Ich renne hier irgendwie die ganze Zeit im Kreis, kann das sein? Nee. Ach ja, hier war ja noch so einer. Den ich mir noch schnappen wollte. Aber wo geht's denn hier rein? Hier waren wir noch nicht. Hello? Hier haben wir schon wieder diese ganzen Wachsdinger. Ist hier dahinter was? Nö. Hier, da, dort. Registrierkasse, 12 Dollar. Nochmal eine Registrierkasse. Da ist gut. Safe haben wir hier ohne. Mann, ist das. Ich habe den Schalter benutzt und es ist nichts passiert. Oder? Nö. Destilliertes Wasser. Puh, oh, hier. Sonst so noch. Hier ist ein Safe. Und hier ist es verdammt dunkel. Und hier ist so ein... Boah, ist das hier dunkel? Ich sehe ja selber fast kaum was. So, also hier ist ein Safe. Den hacken wir jetzt mal direkt. Ach man, hier... eins nach unten. Das und das. So, das hilft erstmal. Dann gehen wir hier nach oben. Hoffen wir mal, dass das richtig ist, diese Entscheidung. Und dann müssen wir hier nochmal lang. Hier müssen wir nach unten und nochmal rüber. So. Blöd Safe gehackt. Ah, Geld, Verbandsbäckchen und den Outdoor und der Waffen-Upgrade. Mann, haben die hier moderne Scheinwerfer. Die scheinen ja sogar durch die Decke durch. Das ist der Hammer. So, Waffen-Upgrade. Was will ich denn upgraden? Upgraden. Irgendwas müssen wir uns jetzt hier entscheiden. Hä? Bruchwahrscheinlichkeit? Eine automatische Spannungsjustierung verringert stark die Wahrscheinlichkeit, dass Bolzen beim Einschlag brechen. Hä? Das heißt, ich kann die wieder aufsammeln, oder was? Ah, hier, wir nehmen mal den Munitionsverbrauch von dem Ding hier runter. Das kann eigentlich... Was zum Teufel? Wieso kann sich erst bewegen? Die sind ja alle weg. Alter, warum?
Ah, jetzt ist hier nach unten offen. Downstairs. Da gehen wir mal hin. Da gibt's ein neues Fleiß. Macht dein Essen noch gesünder und neue Gesundheit extra Nutri. Okay. Wenn wir essen in die Genbank, kriegt man mehr Zeug zurück. Kontaktminen. Oh, sehr schön. Die braucht man immer mal fürs Gleiser. Und sonst ist hier unten nichts. Ein Kopf. Aber nur von der Puppe. So. Ja, dann gehen wir mal hier hinterher jetzt den Typen. Alter, H gedrückt, um Hinweis zu bekommen. Ist er echt hier hinterhergerannt, weggerannt? Ich glaube, wir haben ja noch ein Bild, was wir aufhängen müssen, oder? Oder sollen. Da ist zu. Jetzt spielt hier eine schöne Weise und... Und... Ein Schuss, ein Treffer, würde ich sagen. So, sind hier noch mehr davon? Patronen davon. Ionische Schrot haben wir auch nicht mehr so viel. Back to the Armbrust. Fleißer kommen denn hier noch? Oh Gott! Moment, ich muss mal kurz weg. So. Brenne! Du brenne auch. Mann. So, der ist weg und die fällt runter und die fällt auch runter. Entschuldige bitte diesen Wutausbruch. Du musst einem alten Narren sein Temperament verzeihen. Die Geburt steht kurz bevor. Die Schmerzen der Wehen können die Urteilskraft trüben und sogar den edelsten Geist zum triebhaften Tier werden lassen.
entschuldige den Scheißdreck, dass du mich hier versucht hast zu töten. Kann ich jetzt hier weiter? Offensichtlich. So. So, das war das zweite Geschenk wegen dem zweiten Bild. Ah, haben wir jetzt alles durchsucht? Ne, hier haben wir nochmal Splittergranaten, das ist sehr schön. Meine Fresse, das waren aber auch eine Menge. Darf ich das jetzt hier endlich mal hacken? Nein.